Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Wenn es zu einem medizinischen Notfall kommt, dann muss alles ganz schnell gehen und Ärzte und Einsatzkräfte müssen genau wissen, was zu tun ist. Das Vertrackte an Notfällen ist aber, dass man sie in der Realität ja nicht vorher üben kann. Im Asklepios-Institut für Notfallmedizin IFN kann man solche Szenarien üben. Das Institut bietet Fortbildungstrainings an für Ärzte und auch für medizinisches Fachpersonal. Bei mir ist Dr. Jochen Thiele, er ist ärztlicher Leiter des Asklepios-Instituts für Notfallmedizin. Schön, dass Sie Zeit haben. Ja, sehr gerne, ich freue mich. Für wen bieten Sie Fachtrainings an? Wir bieten bundesweit Trainings für medizinisches Fachpersonal im weitesten Sinne an. Das umfasst von der Auszubildenden im Gesundheitswesen über Medizinstudenten bis hin zu Ärzten und Pflegekräften im Prinzip das komplette Spektrum an medizinischem Personal. Ja. Und wir haben drei große Standbeine. Das erste ist die Tätigkeit als Schulungszentrum, auch internationales Schulungszentrum der American Heart Association, wo sie eben strukturierte und standardisierte Kursformate bei uns abarbeiten können, die sie eben befähigt, Notfallsituationen gut zu beherrschen und sicher und leitliniengerecht abzuarbeiten. Und da gibt es Kurse für Neugeborene, da gibt es Kurse für Kinder, das sind die sogenannten PALS-Kurse und eben auch Notfall- und Reanimationskurse für Erwachsene, das sind die ACLS-Kurse. Und da machen Sie 16 Stunden ein Training, kriegen ein international gültiges Zertifikat und danach können Sie gut und sicher diese Notfallsituationen abarbeiten. Mhm. Ein weiteres Standbein ist das Manchester Triage-System. Das brauchen Sie, wenn Sie in Notaufnahmen sind und dort eben Patienten zugewiesen werden, müssen Sie ja relativ schnell zu einer Einschätzung kommen, wie schnell muss dieser Arzt von einem Patienten, muss dieser Patient von einem Arzt gesehen werden, damit Sie eben kein Risiko eingehen. Und das darf natürlich nicht aus dem Bauch heraus geschehen, sondern da brauchen Sie eine Struktur. Und diese Struktur muss evaluiert sein und muss standardisiert immer gleich gemacht werden. Und da gibt es das Manchester Triage-System, das ist am Institut für Notfallmedizin als Leiter des deutschen Netzwerks Ersteinschätzung etabliert und wir bieten alle Kurse für diesen Bereich eben an und schulen da Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Klinik. Mhm. Und das dritte Standbein ist die medizinische Simulation im weitesten Sinne. Das ist etwas, das haben wir uns abgeschaut von der Luftfahrt, die ja schon seit den 70er, 80er Jahren ihre Piloten und auch ihre Flugbegleiterinnen in die Simulatoren stecken, damit die dort eben gerade die seltenen Notfälle, die sie ja im echten Leben quasi nie üben oder trainieren können, unter relativ sicheren Umgebungsbedingungen üben und trainieren können, damit sie dann, falls es tatsächlich mal zu einem solchen Notfall kommt, dass sie das dann auch gut und sicher abarbeiten können. Und das bieten wir im Bereich der Medizin eben auch an und gehen vor allen Dingen in Hochrisikobereiche, wo eben das Risiko eines Patientenschadens relativ höher ist als in normalen Stationen zum Beispiel. Das sind OPs, das sind Intensivstationen, das sind Notaufnahmen, das sind auch die Kreissäle. Und in diesen Bereichen machen wir diese medizinischen Simulationstrainings. Das ist ja eine ganze Menge. Jetzt pick ich mir da mal was raus. Also ich habe verstanden, man kann bei Ihnen sowohl lernen die Theorie in einem Kurs, als auch die Praxis. Das heißt also, wenn ich jetzt mal bei der Reanimation bleibe, was sich ja viele vorstellen können und auch viele Respekt davor haben, dann könnte ich bei Ihnen lernen, wie man so eine Herzmassage zum Beispiel macht, oder? Genau, ja. Das können Sie lernen, genau. Das ist so ein Basiskurs, den ich dann belege. Genau, Sie brauchen ja im Prinzip zwei Dinge. Sie müssen theoretische Kenntnisse haben, das heißt, Sie müssen wissen, wie stellen Sie eigentlich einen solchen Herz-Kreislauf-Stillstand fest, was sind Ihre ersten Maßnahmen, wie zum Beispiel Hilfe rufen 112. Dann müssen Sie eine Thoraxkompression machen, also eine Herzdruckmassage und das müssen Sie erstmal wissen. Und das bringe ich Ihnen relativ basal bei. Und der nächste Schritt ist aber, dass Sie es auch mit Ihren Händen auch umsetzen können müssen. Das heißt, Sie müssen quasi sich auf die Knie begeben, wo der Patient eben auf dem Boden liegt und mit Ihren eigenen Händen eben diese Herzdruckmassage auch durchführen. Und ja, das, genau, man muss es in den Fingern fühlen, genau, oder? Sonst, genau. Sonst denn das Hirn ist vielleicht nicht so schnell wie, genau, die Situation im Notfall. Genau. Und die Hände finden dann ihren Weg und, genau, wissen auch, wie schnell und wie kräftig, genau, man drücken muss. Wie schnell, wie tief,
wie gut sie entlasten. Und das kann ich ihnen nicht mit Worten beibringen, sondern ich muss sie quasi dahin bringen, dass sie mit ihren Händen diese Arbeit selber machen und erledigen. Und wir stehen eben neben ihnen und zeigen ihnen Tricks und Kniffe, wie sie es am besten hinbekommen. Und das ist ein Hands-on-Training. Und da lernen die Teilnehmer am besten, wenn sie es eben wirklich machen. Zwar an einer Simulationspuppe und nicht am echten Menschen, aber damit können sie sehr gute Erfolge erzielen und auch Sicherheit bieten. Ich glaube, diese Simulationspuppe, die ist so echt inzwischen, oder? Die sind relativ realistisch, die kosten auch einiges an Geld. Also wir haben ein Portfolio, das sind mehrere hunderttausend Euro an Wert der Simulatoren, die wir haben. Das sind hochrealistische Simulationspuppen, die vom Neugeborenen über ein sechsjähriges Kind bis hin zum Erwachsenen oder auch einer schwangeren Frau gehen. Die können sehr viel, die können sprechen, die können atmen, die blinken mit den Augen, können ein EKG zeigen, einen Blutdruck messen, können sie dort eine Sauerstoffsättigung sehen. Sie können diese Simulatoren operieren, sie können einen Kaiserschnitt an der Puppe machen, sie können Thoraxpunktionen machen bei Zuschauern nach Verkehrsunfällen oder ähnlichem. Das ist extrem realistisch für die Teams, dort mit diesen Simulatoren zu arbeiten. Die Arbeitsumgebung, in denen sie dann diese Simulationspuppen platzieren, ist so realistisch, es ist echtes Material, mit dem die Fachkollegen dort arbeiten. Die tauchen sehr schnell ein und für die ist das Abarbeiten dieser Notfallsituation sehr nah am echten Leben. Ja. Wir haben ja gesprochen darüber, dass man selbst, Beispiel Reanimation, das selbst für sich lernen muss und auch wissen muss, wie sich das denn anfühlt, sich zu überwinden, auch zu helfen und sich aus der Starre zu lösen. Aber wovon Sie ja auch sprechen, ist, Teams müssen ja auch zusammenarbeiten können. Das ist ja nochmal eine Stufe Dollar. Ja. Und da bieten Sie ja auch so diese Teamsimulation an, über die würde ich jetzt gerne noch mal so ein bisschen sprechen. Man glaubt ja, oh komm, die sind immer zusammen auf dem Rettungswagen und die kennen sich schon und das geht alles glatt. Aber ich glaube, es geht doch ganz Typisches oft auch schief, weshalb es sich lohnt zu üben, oder? Absolut. Was geht denn da schief? Absolut. Was man weiß, ist, wenn die Notfallsituation stressig wird, das heißt, Sie müssen jetzt zum Beispiel ein schwer verletztes Kind nach einem Verkehrsunfall versorgen, ob das draußen auf der Straße ist oder in der Klinik, ist letztendlich egal. Aber der Druck auf den Mitarbeitern ist natürlich hoch, weil sie wollen natürlich dieses Kind möglichst gut und optimal versorgen. Das heißt, der Druck und der Stress beim Mitarbeiter ist hoch und was man weiß, dass in diesen Stress- und Drucksituationen die Teamarbeit komplexer und schwieriger wird und auch die Fehlerwahrscheinlichkeit in diesen Teams steigt mit zunehmender Größe des Teams und mit entsprechendem Stressniveau. Und klassische Fehler, die dort passieren, sind eben Fehler im Bereich der Kommunikation zum Beispiel, im Bereich der Teamführung, der Teamleitung, im Bereich der Entscheidungsfindung und das sind so die großen Themen, die wir adressieren. Wenn Sie zum Beispiel in einen Raum mit vier Mitarbeitern sagen, weil Sie jetzt dieses Kind gern mit einem Beatmungsschlauch versehen möchten, ich brauche jetzt einen Tubus, ist überhaupt nicht garantiert, dass Sie diesen Tubus kriegen, denn ich habe ja niemanden direkt angesprochen, ich habe das einfach in den Raum gesagt, hinein. Ich brauche jetzt einen Tubus. Genau, und ich habe nicht gesagt, Schwester Barbara, ich brauche von Ihnen jetzt einen 6er Tubus und sie meldet mir zurück, okay, habe ich verstanden, Herr Thiele, ich gebe Ihnen jetzt einen 6er Tubus. Dann wäre sichergestellt, dass ich den bekomme. Das ist ja wie im Flugzeug. Ist exakt wie im Flugzeug. Und man hat eben mitgekriegt, als in den 70er, 80er Jahren relativ viele Flugunfälle waren, dass es nicht daran liegt, dass die Piloten nicht fliegen können oder dass die Maschine defekt ist, sondern in der Regel sind es die Menschen, die eben dort im Cockpit und auch hinten im Passagierraum arbeiten, die dann unter dem hohen Stress eben Fehler machen. Und man hat eben analysiert, worauf beruhen diese Fehler. Und das sind immer die gleichen. Das sind die, die ich gerade genannt habe, Kommunikation, Teamleitung und Ähnliches. Und diese werden gezielt in diesen Simulationstrainings in der Luftfahrt als auch in der Medizin herausgepickt und auch adressiert und für die Teilnehmer dann eben sichtbar gemacht.
Das heißt also, so eine geschlossene Kommunikation, so wie man sie ja schon fast auch als Comedy aus Flugzeugen kennt, wo man immer denkt, warum machen die das eigentlich? Ja. Ne? Aber ich glaube, die Sprache lenkt dann auch das Tun. Also man gibt dann wirklich den Sechser Tubus und nicht irgendetwas anderes, wenn man das auch sagt. Ja. Sie sprechen auch noch an das Thema Führung. Mhm. Ist das denn, also wenn wir jetzt von einem Team ausgehen, das zu Ihnen kommt, um als Team zu üben, ist denn da immer klar, wer der Chef ist und die Initiative ergreift? Das ist in der Regel nie klar. Das ist mehr oder weniger dem Zufall überlassen. Denn es wird häufig nicht verbalisiert und in einem solchen Notfallteam, in einem Schockraum zum Beispiel, stehen locker, ich sag mal je nach Größe der Klinik, zwischen 4 und 8 Leuten. Und teilweise ist es geklärt, wer in dieser Notfallsituation die Teamleitung hat, teilweise eben aber auch nicht. Und wenn es nicht vorher geklärt ist, dann ist es dem Zufall überlassen, ob irgendjemand die Teamleitung an sich reißt und auch wer das ist. Und das kann man in diesem Training sehr gut sehen und auch die daraus entstehenden Konsequenzen sehen, wenn es halt keine klare Führung und Leitung gibt, dass dann im Prinzip jeder macht, was er will. Und das ist natürlich mit einem potenziell nicht ganz so glatten Ablauf in der Folge versehen. Und das zeigen wir den Leuten denn. Was wir machen in der Simulation ist, neben dieser hochrealistischen Darstellung der Notfallsituation und dem realistischen Abarbeiten dieser Situation, dass wir das Ganze per Video aufzeichnen. Das heißt, wir haben Kameras in den Ecken stehen und filmen das Ganze. Das wissen die Teilnehmer natürlich vorher und die sind auch sicher und aufgehoben dort. Und dann nutzen wir in einer strukturierten Nachbesprechung dieses Videomaterial, wo eben genau diese Punkte ja ersichtlich sind, denn die passieren im echten Leben wie auch in der Simulation immer wieder, um eben mit den Mitarbeitern zu besprechen, hier war folgende Situation, es war nicht klar, wer die Führung, wer die Leitung hat und deshalb wusste das Team nicht so wirklich, in welche Richtung es jetzt geht. Ob wir mit dem Herzinfarkt zum Beispiel jetzt hier bleiben und den hier im Schockraum behandeln oder aber in das Herzkatheterlabor gehen. Ja, das Schöne ist ja auch, das Team kommt ja so, wie es aufgestellt sein soll, zu Ihnen. Das heißt, Sie können ja dann auch individuelle Lösungen zusammenarbeiten, erarbeiten, wie man jetzt die Führung in Zukunft lenkt. Genau, es ist ein Aspekt ist, entweder die Teams kommen zu uns nach Hamburg ans Institut für Notfallmedizin oder aber, und das ist sehr hilfreich, wir gehen in die Kliniken selber und gehen in deren reale Arbeitsumgebung, ob das im Schockraum ist, ob das auf der Intensivstation ist oder im OP ist. Und dann packen wir dort eben unsere Simulatoren hin und dann arbeiten die Teams in der realen Arbeitsumgebung eben nicht mit einem normalen Patienten, sondern mit einer Simulationspuppe diese Notfälle ab. Und können dort sehr, sehr, sehr realistisch arbeiten. Wir können eben dann mit Hilfe auch der Videos eben diese Punkte adressieren, die eben dieses Teamwork beinhaltet. Denn die fachlichen Kompetenzen haben die Teams. Das machen die jeden Tag. Ja. Was sie häufig nicht haben, ist eben diese Teamkompetenz. Und die fokussieren wir und bringen den Teams bei, wie sie Lösungswege finden, um die Teamarbeit zu perfektionieren. Ja, vielleicht noch ein Wort zum Schluss zum Wort Fehler. Natürlich geht es um Menschenleben, aber wenn man Angst hat, Fehler zu machen, macht man welche. Wie geht man menschlich mit Fehlern um, aus Ihrer Sicht? Das Erste, was Sie wissen müssen, und das sollte eigentlich jeder von uns als normal erachten und in seinen Alltag integrieren, dass wir kontinuierlich Fehler machen. Wir machen alle 7 Minuten einen Fehler. Das sind Kleinigkeiten. Ich vergesse meinen Haustürschlüssel. Ich vergesse das Brot vom Bäcker abzuholen, obwohl meine Frau mir das gesagt hat. Das sind solche kleinen Fehlerchen. Aber die passieren kontinuierlich. Und was wir wissen, dass je stressiger die Situation wird, eben die Fehlerwahrscheinlichkeit steigt. Und was wir machen müssen und was wir auch lernen müssen, ist, dass wir aus diesen Fehlern lernen, damit die nicht morgen nochmal passieren. Und wir müssen Strategien entwickeln, wie wir damit umgehen und eben Wege finden, wie wir diese Fehler minimieren. Und die von Ihnen angesprochene geschlossene Kommunikation ist ein solcher Weg, dass wir eben lernen, klar anzusagen, Schwester Barbara, ich brauche jetzt den 6er Tubus und Schwester Barbara meldet mir zurück, alles klar, ich gebe dir jetzt den 6er Tubus, dass wir zum Beispiel keine Abkürzungen verwenden. Meine Lieblingsabkürzung aus der Medizin ist HWI, das kann Harnwegsinfekt heißen oder auch Hinterwandinfarkt am Herzen.
hat erhebliche Konsequenzen, ja. welchen dieser beiden Abkürzungen Sie nun in Ihrem Kopf halt haben. Mhm. Das muss man auch lernen, dass man eben die Worte klar und eindeutig adressiert. Solche Themen sind das. Und Fehler sind normal und wir müssen daraus lernen und das tun wir in unseren Trainings. Und die Effekte, die wir haben auf die Leistungsfähigkeit der Notfallteams im echten Einsatz ist massiv. Also wir haben da sehr, sehr gute Rückmeldungen auch von den Teilnehmern, die eben das auch anwenden können und nutzen können und uns das zurückmelden. Denn häufig kommen die mehrfach zu uns und geben uns ein 1:1 Feedback, ob sie das anwenden können im echten Leben und das funktioniert sehr, sehr gut. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Bleiben Sie gesund.